Hallo zusammen, willkommen zu Let's Play Portal 2. Wir spielen, oder wir, ich spiele Singleplayer als erstes. Wir sehen den, ach, so schönen Ladebildschirm. Gleich dürfen wir auch schon loslegen. Ich werde erstmal den Singleplayer machen, dann werde ich nachher, denke ich, mal den Multiplayer machen. Mit wem, weiß ich noch nicht hundertprozentig, aber morgen. So ungefähr. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Och, das ist ja nett. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Ey. Gut, Sie cool. hören jetzt einen Buzzer. Schöne Decke. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut. Hallo. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Wofür ist die Schiene? An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Oh, ein schönes Bild. Richtig nice. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Ey. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999999. Wir möchten Sie darüber informieren, Hallo? Dass alle Jemand da drin? Das Enrichment Center Hallo? Verlassen müssen. Ja. Alle Tests machst du die zu heute noch, noch irgendwann die Tür auf? Haben, ja. Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Das geht's dir gut? Hotel. Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Alpha. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Okay. Hey, es ruckelt. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Bin ich auf dem Lastwagen? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Fresse. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. 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 Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Ja, passt schon. Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Weiß ich nicht. Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ich nicht. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Aua, 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 aua. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation.
Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Hilfe, das ist wahnsinnig. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Wenn du meinst. So ist es gut. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. Aha. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. 85,2. Ich dachte mir gerade nichts. Oh, ich bin ein hübsches Mädchen. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Oh. Verschlüpfern. Hui. So. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Aua. So. Naja, die ohne Gehörgänge wäre ein bisschen doof, aber es sollte schon gehen, ne? Okay. Okay. Hier ist der Würfel. Dann gehen wir mal da rein. Aha, aha. So. Dann gehen wir hier rein. So. Hui! So. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Ja. Hab jetzt keine Lust. Das haben andere schon gemacht, da brauche ich das ja nicht machen. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Okay. Na bitte, geschafft! Auf dem Podest da müsste eine... Hilfe! Au. Oh. Hallo? Siehst du die Portalkanone? Nö. Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und okay, wenn das ist... Leiche finde, werde ich sie begraben. Okay. Gut. Also los da.
Wir sehen uns in einer Stunde. Schön Höhlenmaler rein. Wenn du nicht tot bist. Sehr merkwürdig. Schon so eine Irrenanstalt hier. Was ist denn überhaupt hier nach da oben? Zehn nach zwei? Ist die Uhr entweder richtig eingestellt oder es passt gerade zufällig? Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Ja, sehr beruhigt. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Wenn du meinst... Ich bin ja beruhigt. Tag schön. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Schöne Musik. So, dann müssen wir da hoch, dann darüber. Sind die Würfel eigentlich schon immer so hoch definiert aus? Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Okay. Aua. Hey. Hier geht's lang, aber was macht das hier oben? Anwesen. T ist gleich T. Aha. Okay. Das ist eine QWERTY-Tastatur, die mag ich nicht. Die kann da liegen bleiben. So ein Scheiß brauche ich nicht. Fahrstuhl. Übrigens ist das kein Blind-Let's Play, sondern ich habe das schon vor Ewigkeiten mal gespielt und mir auch vor einer Weile immer so mal angeguckt gehabt, dass ihr das ungefähr noch weiß. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Wenn du meinst. Hui! So. Da hinten, ja. Was brauche ich da oben? Le Würfel. Moment mal, was ist das denn hier? Hier wird das aufgehalten. So vielleicht? Ach! Ich Dummerle.